Schön. Wieder eine Maske verloren und ich wette mit euch unten sterben. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Ich dachte, ich wäre getroffen worden. Aber ich habe nur eine Kiste kaputt gemacht. Das war so klar. Ich passe das auch nicht ab da, die ersten Stufen, ne? Weil ich denke mir so, hey, ich will jetzt endlich loslegen und dann habe ich keinen Bock, dann noch irgendwie zu warten. Ich finde auch tatsächlich den anderen Rhythmus besser. Also wenn die Plattform erst rauskommt und dann die Treppen, dann hat man mehr Zeit für die Treppen. Naja. Wir kriegen das hin. Kam das mir gerade nur so vor oder war sein komischer komisches Fläschchen sehr lange in der Luft? So. Gut. Ich würde gerne die erste mitnehmen, weil dann müssen wir nicht da unten warten und auch nicht hier oben warten. Man kann ja auch nicht alles haben, ne? Hätte ich eigentlich nie mehr machen dürfen. Och Mann. Jetzt muss ich auch noch Pippi. Das hilft alles nicht hier, dass ich mich konzentrieren kann. Nein! Oh, ich hab's doch noch geschafft. Und hier die erste. Ist das die erste? Ja, geil. Oh Mann, ich krieg das nicht mehr hin. Ich möchte nicht getroffen werden. Ich möchte aber auch schnell da drüber kommen. Das war jetzt nicht so gut, dass ich hier die Maske verloren habe.
Ich weiß noch nicht, wie ich das umgehen kann, dass ich da nicht getroffen werde. Abgesehen vom Warten, aber ich will ja nicht warten. Weil sonst ich dann viermal hin und her fahren kann, damit ich da die eine Plattform kriege. Ich mach mal gerade Pause, ich muss mal auf Toilette gehen. Einen Moment. Ah. Füllen wir mal direkt wieder auf hier. Ah. Jetzt hab ich eine Lust, ey. Dieses Dreckslevel. Das wird mich heute Nacht in meinen Träumen verfolgen, ich sag es euch. Hier war das Timing gerade irgendwie auch komisch. Aber war zu meinem Vorteil, von daher lass das einfach mal unkommentiert. Mann, warum komme ich da nicht mehr hoch? Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet, auf diese dummen Stufen hier. Was war das? Ich bin da sehr hoch geglitten irgendwie. Sehr komisch das Timing hier. Das war klar, ich bin dann runtergerutscht. Ah. Ja, das stimmt. Irgendwann das Ende, aber ich will das heute schaffen. Ich hab da bei der letzten Aufnahme schon so lange drin gehangen in dem Level. Es muss ein Ende haben. Heute. Haben wir. Also wenn ich noch Geduld habe einige Zeit, würde ich sogar bis 6:30 spielen. Geplant ist eigentlich bis 6. Jedenfalls Crash, danach kommt dann Tony Hawk. Aber wenn ich noch Geduld habe, würde ich sogar bis 6, bis 6:30 spielen. Versuchen. Die Daumen, Dankeschön. Ich kann die auf jeden Fall gebrauchen. Wie man offensichtlich sieht.
So, was mache ich jetzt? Okay, das kann ich auf jeden Fall schon mal knicken, dass das funktioniert nicht. Wenn ich mich nicht treffen lasse. Diese Stelle ist so bescheuert. Ich weiß auch, man kann hier runterfallen. Aber ich habe Angst, dass ich da in die Spikes reinfalle. Na! Oder dass ich zu weit links runterfalle. Und dann, durch Fallen sterbe. Ach ja. Ach ja. Ich liebe dieses Level. Das ist mein Lieblingsfreund. Ich hätte das einfach weglassen sollen, das Level. Keine Kisten holen, gar nichts. Gar nicht erst betreten. Dann wäre alles gut gewesen. Dann wären wir jetzt schon wahrscheinlich bei Crash Bandicoot 2 irgendwo in der Hälfte. Aber jetzt habe ich es angefangen. Und was man angefangen hat, sollte man auch zu Ende bringen. Nicht wahr? Wir liegen, glaube ich, wieder ganz gut in der Zeit. 57 hier. Das mag ich nicht, wenn er das tut. Da hätte man drauf springen können, auf jeden Fall. Dann nehmen wir den hier. Ich habe gar keinen Zeitdruck. Ich mache mir den Druck immer nur selbst. Habe ich gewartet und bin trotzdem da dran gekommen. Ach man. Okay, das war gut. Gut. Soll ich den Rest hier verkacken? Das ist wahrscheinlich hier oben bei dem Schmeißer die Timing-Scheiße. Weiß ich nicht. Es sah sehr komisch aus. Ja, ist scheiße. Entschuldigung. Warum entschuldige ich mich bei euch? Ihr kennt mich sowieso so, dass ich rülpse. Hat schon wieder diese komischen Manessen gehabt.